Willkommen bei So geht das und willkommen zu einer weiteren Testreihe. Wir werden nämlich heute mal was ganz Neues versuchen, beziehungsweise gibt es im Moment diese nur zwei Zutaten-Rezepte und ich habe mir da mal ein ganz ominöses rausgesucht, nämlich kann man angeblich Brownies aus Eiern und Nutella machen und das war's dann auch schon. Und ob das funktioniert und ob das überhaupt genießbar ist, das werden wir jetzt mal probieren. Also laut dem Rezept fängt man mit den Eiern an und davon braucht man 4 Stück. Und die nimmt man einfach so, wie sie sind, komplett und haut die in eine Schüssel und verquirlt die dann erstmal so 5 bis 8 Minuten, stand da glaube ich, miteinander, sodass dann quasi so eine etwas schaumige Masse entsteht. Zack, 4 Eier sind drin. Mmh, lecker schön. Alter Schwede, aber es ist richtig cremig und fluffig. So, also Daddy das Nutella. Jeder sagt ja immer irgendwas anderes und ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Für mich ist es auf jeden Fall das Nutella. Haben wir jetzt, beziehungsweise ich, so ein bisschen weich gemacht. In der Mikrowelle könnt ihr das machen oder im Backofen. Und wir haben jetzt 350 Gramm davon genommen. Das ist ein bisschen weniger als die ganze Packung. Das wird jetzt hier einfach so mit reingeschüttet. Ich mache jetzt erstmal so die Hälfte. Und dann so ein bisschen da so vorsichtig untergemischt, dass ihr den ganzen Eischnee nicht killt. Lalalala. Muss man übrigens mal wieder sagen hier, um mal aktuelle Themen aufzugreifen. Mann hat Deutschland wieder abgelost beim Eurovision Song Contest. Wieder letzter geworden. Zweimal hintereinander letzter. Letzter, also wirklich letzter Platz. Wir haben nicht mal von irgendwem mal ansatzweise gute Punkte bekommen. Ist echt grausig, muss man ja mal sagen. So, ich mach jetzt mal die andere Hälfte hier noch mit rein. Geil, schon wieder schon eine richtige Panscherei. Fertig gemischt, jetzt kommt das in die Form. Da wir keine richtige Brownie-Form haben, sondern nur sowas, wird das jetzt ein Brownie-Kuchen. Ich bin da mal richtig kreativ, ich mache dann einfach so. Ah, das passt schon, wird gleich alles funktionieren, ich bin da Optimist. Ah, ich bin schon voll mit der Scheiße. Und rein. Das sollte funktionieren. So, und jetzt kommt das bei 180 Grad für ungefähr 25 bis 30 Minuten in den Ofen. Tschüss. Bis gleich. Hände waschen. So. Ich denke mal, das muss jetzt noch ein bisschen abkühlen. Sieht aber so aus, als wäre es schon mal was Festes. Ich werde das jetzt mal so machen. Und die drauf packen und einmal plopp. So, sieht aus wie so ein XXL Pancake. Hätte nicht erwartet, dass das so in Ordnung aussieht. Können wir jetzt auch Instagram-mäßig hier noch so ein bisschen platzieren, aber das ist mir zu doof. Eigentlich sehr heiß war. Zuckersüß kann man aber definitiv als Brownie verkaufen. Krasser Scheiß. Schmeckt sogar ziemlich ähnlich wie ein Brownie. Schmeckt halt wie Nutella-Brownie. Tada, wir überraschen. Nee, es ist wirklich in Ordnung. Konsistenz auch geil. Konsistenz sogar eigentlich ziemlich geil. Wobei ich ja bei Brownies eher drauf stehe, wenn die so richtig flüssig, cremig, schlotzig sind mit so ein paar Nüssen drin. Richtig gesund, Freunde. Yay. Wobei Brownies sind ja nie gesund. Also wenn ihr wirklich nur noch Eier da habt und Nutella, ist das auf jeden Fall eine Notlösung. Das ist ein gutes Wort. Es ist eine Notlösung. Quasi ein Schoko-Omelett. Nee, ist gar nicht so scheiße geworden, wie ich dachte. So Fazit-mäßig.